Das Theoretische, das Leidenschaftslose, das Ewige und das Praktische. Mehrere unsichtbare Elefanten stehen im Raum, verfolgt man ein geisteswissenschaftliches Vorhaben. Dies betrifft zunächst die Auswahl des Gegenstandes, der in der Regel weder für Promotionsvorhaben noch für Habilitationen, Aufsätze, Monographien selten streng hinterfragt wird. Ein weiterer recht dicker Elefant ist die Interesselosigkeit der Literaturwissenschaften, die lediglich analysiert, archiviert und im besten Falle aufklärt. Warum sollte die Anwendbarkeit und Kommunikation der mehr oder weniger objektiv destillierten Erkenntnisse die Universität nichts mehr angehen? Das Publikum besteht aus einer kleinen Gemeinschaft anderer Wissenschaftler. Diese Dimension ist traditionell verkümmert in der deutschen Wissenschaft, was auch die absolute Präferenz der Forschung gegenüber der Lehre erklärt. Schuld ist nicht nur Hegel, der das Absolute auszusprechen oder besser niederzuschreiben trachtete. In seinem speziellen Fall ist es wohl eher die Dominanz des Schriftlichen, wie bei vielen anderen Universitätsprofessoren, die im mündlichen Vortrag im Auditorium gähnende Langeweile verbreiten. Ich selbst eingeschlossen. Schiller war über Hegels ungelenke mündliche Vorträge einigermaßen schockiert, wie er in einer Notiz an Goethe feststellt. Wenn es um das Absolute geht, die hehre Forschung, die im Dienste der Wahrheit steht, ist es ja wohl klar, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Wir stehen, wenn auch unbewusst, strukturell und mentalitätsgeschichtlich im Hinblick auf zahlreiche akademische Konventionen immer noch in dieser Tradition. Lassen Sie mich an dieser Stelle erste Ergebnisse noch einmal zusammenfassen und weitere Probleme, die sich aus meiner Sicht ergeben, festhalten. Das Problem der Selektion des Forschungsgegenstandes ergibt sich nicht aus Notwendigkeiten oder Defiziten wie in anderen Bereichen üblich, sondern aus persönlichen Präferenzen und Interessen. Das ist per se kein Problem, stellt indes ein Paradox dar, nimmt man das Ideal des neutralen, objektiven Blicks auf die zu erforschenden Gegenstände ernst. Zudem verweist die Tatsache zurück auf die vermeintliche Irrelevanz der Geisteswissenschaften für die Gesellschaft. Man denkt gar nicht daran, sich gesellschaftlichen Problemen mit Philosophie, Religionswissenschaften oder Literaturwissenschaften zu nähern. Der Blick des Forschers ist immer schon verunreinigt, angereichert durch persönliche Geschichten, mit anderen Worten durch Defizite, Leiden, Leidenschaften etc. Manchmal spielen sogar Hass und Liebe eine zentrale Rolle für das Verfassen einer medienwissenschaftlichen Studie, wie Friedrich Kittler in einem Interview preisgibt. Betrachtet man die Diskursgeschichte der Akademie mit Kittler näher, entstammt die Philosophie als Speerspitze der Geisteswissenschaften nicht nur dem Mythos, sondern verschiebt sich im Laufe der Geschichte, beginnend bei den Vorsokratikern bis hin zu Plato, vom Eros hin zum Logos. Wir müssen wieder wagen zu konstruieren, die Welt mit Hilfe unserer narrativen Kompetenzen zu erzählen. Wir müssen neue Kommunikationskanäle suchen. Wir müssen an unserem Auftreten arbeiten. Wir müssen der Gesellschaft die Relevanz unserer Erkenntnisse klarmachen. Die Geisteswissenschaften der Leidenschaften haben zum Ziel, Studierende mit Hilfe der Kunst einen affektiven Zugang zur Welt zu eröffnen. Wir wollen mit unseren Beiträgen Einfluss auf die Wahrnehmung der Welt nehmen und durch unsere akademischen Programme hindurch dazu anhalten, Haltung zum Individuellen und Gemeinschaftlichen in der Weltsein zu entwickeln. Wir wollen nicht nur Skills lernen, um junge Menschen auf ein Plastikleben vorzubereiten. Wer ein geisteswissenschaftliches Fach studiert, wer über Literatur, Film, Kunst und Kultur reflektiert, lernt die Welt kennen und darf sich endlich selbst vergessen. Wer sich mit geisteswissenschaftlichen Fragen auseinandersetzt, lernt, dass Nationalismus die kleinste aller Möglichkeiten ist und dass es nicht nur die eine alternativlose Meistererzählung des Kapitalismus gibt. Die Geisteswissenschaften der Leidenschaften laden dazu ein, Kunst dahingehend zu lesen und zu prüfen, inwiefern sie radikal über unsere Welt nachzudenken wagt. Ich möchte Sie in einem letzten Schritt dazu einladen, in der Diskussion und nach unserem Treffen in München mit mir und vielleicht auch mit Lawrence Smith und Marcel Schmidt über ein alternatives Universitätsprojekt nachzudenken, über eine Akademie der Leidenschaften, möglicherweise ein Curriculum für eine Sommerakademie, im Zuge dessen wir künstlerische, intellektuelle Beiträge Körper und Eros berücksichtigen wollen. Ein alternatives akademisches Programm, das sich zum Zwecke der Pflege der Seelenhygiene mit dem Schöngeistigen auseinandersetzt, muss heute die gleiche Daseinsberechtigung haben wie ein Programm der praktischen Theorie. Eine Akademie der endlichen Gabe im Sinne Friedrich Kittlers, die nicht das Absolute und Hehre im Auge hat, sondern das praktisch Lebendige, das Leiden, die Negativität und den Tod. Wir müssen endlich lernen, die Liebe zu wissen oder besser mit der Liebe zu wissen. Um diese Vision zu konkretisieren, brauchen wir Ihre Ideen, Ihre Leidenschaft, mit der Sie Ihren Beruf ausüben, um Studierende nicht nur auf den Beruf, sondern auf das Leben und den Tod vorzubereiten.
Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, wie ein Programm der Geisteswissenschaften der Leidenschaften aussehen könnte. Vielen Dank.